Und das passiert im heutigen Video. Also ich glaube, das könnte schon Grand Champion sein. Es wirkt aber halt, das Replay wirkt nicht nach Grand Champion, weil halt auch da super wenig Mechanics am Start sind. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guess the Rank. Und heute beschäftigt uns wieder einmal die einzige große Frage. Schaffe ich es oder ihr, alle drei Runden aus der Community jetzt gleich richtig zu erraten? Wer von euch alle drei Ränge richtig errät, schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Ich war die letzten Wochen so knapp davor und ich möchte es heute super gerne schaffen. Ich werde mich also anstrengen. Lasst super gerne einen Daumen nach oben, da würde mich wirklich mega freuen. Und wenn du noch Items, Credits oder Drops haben möchtest, dann schau super gerne bei Arrel.exchange vorbei. Dort kosten 2000 Credits nur 11 Euro. Aber hier nochmal der genaue Hinweis, wie du bei Arrel.exchange einkaufst. Vor allem auch mit meinem Code und 3% Rabatt. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblingsitems suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code AnyArt nicht vergessen, denn dann gibt's 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. Und da sind wir in der ersten Runde. 2 versus 2. Schöner Kickoff vom Kollegen, den ich einfach mal jetzt nur Harry nenne. Er heißt eigentlich Harry Gersack. Er heißt aber einfach nur für uns erstmal Harry. Das passt schon. Und das Gameplay wirkt stabil, ne? 1:0. Ist es schnell? Es hat ein schönes Movement, auch Positioning und der erste Ansatz. Okay, da war ja ein bisschen langsam beim Kickoff. Das kann man auf jeden Fall schneller machen. Aber ich glaube, wir reden da schon von einem Champion. Den Ball toucht er jetzt nicht. Schwierig, aber okay. Und ja, Team Orange ist da vielleicht doch noch ein bisschen langsam unterwegs. Also jetzt gerade wird das Gameplay ein bisschen langsamer. Auch da, der Touch war nicht ganz so geil. Oh, okay. Also die ersten paar Sekunden wirkten richtig gut. Der Pinch war geil. Super geil, Harry. Echt schön, schön gemacht. Aber der Anfang war okay. Jetzt gerade lässt es ein bisschen nach. Der Shot war dafür wieder super. Aber der ist auch recht einfach zu machen, diesen Shot richtig zu predikten. Hier muss der Ball jetzt nach oben gesaved werden. Super, der Bump. Jetzt kannst du schon nach vorne fahren. Tut er auch auf den Touch. Auf den Bump gehen. Auch nicht schlecht, aber der andere Kollege ist ja irgendwann wieder da. Deswegen wäre nach vorne fahren vielleicht besser gewesen, als zurückzufahren. Nee, aber das sieht schon nach einem relativ okayen Gameplay aus. Ob das aber für Champion reicht, ich weiß es noch nicht ganz genau. Weil gerade nimmt das ganze Spiel sich so ein bisschen, naja, die Fahrt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Der Anfang eben war super stark. Jetzt gerade ist es so ein bisschen Geplänkel. Und der Ball ist nicht drin. Wäre auch komisch, wenn er aber drin gewesen wäre. Da hat niemand den Ball. Aber das war vom Positioning her auch schlecht vom Harry gemacht. Leider. Also ich muss da leider ein paar Minuspunkte geben für das Positioning teilweise. Oder auch das generelle Moveset. Ansonsten wirkt es aber trotzdem schon so wie ein Diamond bis Champion Replay, oder? Boah, aber ich glaube, ich kann da noch nicht auf... Ja, ich könnte schon auf Champion gehen, aber dann auf Champion 1. Wenn überhaupt. Aber ich würde sagen, Champion 3 können wir auf jeden Fall sagen. Es wird aber nicht schlechter als Diamond sein, weil man merkt eben auch schon so den Pfiff in dem Gameplay. Und man merkt eben auch, er hat so, dass das Wissen hat er schon. Er tut es sich auch nicht sonderlich schwer, mitzuhalten mit anderen Leuten. Das ist schon alles sehr solide. Nur manchmal halt irgendwie ein bisschen vom Gameplay her, es ist einfach ein bisschen anstrengend zuzugucken, irgendwie, finde ich persönlich. Ich gehe mal auf Champion 1. Das ist so, ich glaube, ich sage jetzt Champion 1. Es wird schon so irgendwie hinkommen. Das ist aber auch wirklich schwer, meiner Meinung nach, weil das Gameplay wirkte eigentlich nicht immer Champion 1 würdig, wirkte aber trotzdem auch in gewissen Momenten Champion 1 würdig. Deswegen super schwierig für mich. Schreibt mir gerne jetzt nochmal in die Kommentare, was denkt ihr, welchen Rang hat Harry? Und wir lösen auf. Ist das schon Champion 1? Die Antwort lautet ja, sogar Champion 3. Hoppala, das war sogar schon Champion 3, ganz kurz vor Grand Champion.
Na, also, ui, okay. Aber da kannst du eben auch super gut sehen, was in meinen Folgen auch andauernd passiert. Ich bin quasi jetzt ein Zuschauer, heißt, ich schaue mir ein Replay an und sehe, oh, okay, das wird ja niemals im Leben Champion 3 sein. Es ist aber trotzdem Champion 3 und du denkst dir, hä, WTF, ich bin doch eigentlich viel besser als der. Das ist eben dieser typische Beifahrereffekt. Du schaust ein Replay, denkst, okay, das ist ja gar nicht so gut, weil du halt nicht selber dabei bist. Okay, die Mechanics von ihm waren jetzt wirklich nicht der Burner, aber er hat ja irgendwie Champion 3 erreicht und das ja auch wahrscheinlich mit dem guten Spielstil. Also er wird da schon zurecht sein, nur vielleicht war die Runde einfach auch schmu. Egal, wir machen weiter mit der nächsten Runde. Das heißt aber auch, dass wir jetzt schon nicht mehr 3 von 3 richtige Guesses abgeben können, was ich natürlich sehr, sehr schade finde. Was ich aber ziemlich geil finde, ist das Preset von ihm. Unfassbar crazy. Er heißt Pure Kiwi. Da könnte man aber auch ein Kiwi-Preset machen. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von dir jetzt, liebe Kiwi. Das hätte man auch cooler machen können. Na, 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 na. Aber okay, ob jetzt Taube oder Eule auf dem Dach ist, glaube ich, egal. Es ist beides cool auf jeden Fall. Ja, wir sehen hier ein Once. Und das wirkt jetzt alles noch nicht ganz so auf einem guten Niveau. Also ich glaube, von Platin reden wir da nicht mehr. Ich würde eher sagen, auf jeden Fall Gold. Oh, er macht den Ball nicht rein. Gold bis Silber. Wobei ich traue mich halt nie, Silber zu sagen. Aber das ist leider, bei allem Respekt natürlich, aber es ist schon etwas schlechteres Gameplay. Ist der Ball nicht drin? Doch, okay. Es ist schon ein schlechteres Gameplay vom Rang her. Es ist natürlich kein schlechtes Gameplay. Für den Rang wahrscheinlich super gut. Nur bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich sage schlechtes Gameplay, sondern eben schlechter Rang. Also nicht so guter Rang. Also ihr wisst, ich kenne mich halt nicht so gut bei Gold aus. Aber ich glaube, das ist noch kein Gold, oder? Ich würde jetzt vermuten, dass das hier ein Silber-Replay ist. Und ich traue mich, das eigentlich gar nicht zu sagen, weil das ist halt wirklich, naja, das tut mir auch leid irgendwo vielleicht, aber da reden wir auf jeden Fall von Silber und ich überlege gerade sogar tatsächlich, ob ich da sogar noch auf Bronze runtergehen soll, weil ich irgendwie, oh, Ball ist drin, super geil. Also das wirkt halt noch sehr basic. Also, ja, ich würde, da ich eh nicht mehr alle 30 erraten kann, ist das schon mal gut für mich. Ich habe jetzt nicht mehr diesen ganzen Krampf oder so in dieser Aufnahmesession, aber ich würde ihn vielleicht mal einordnen auf Silber 1. Mit gutem Gewissen irgendwie nicht auf Bronze gehen, auf Silber bleiben. Und ja, ich kann da wirklich nur raten, weil es ist halt sehr schwierig zu erahnen. Deswegen sage ich Silber 1. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze so deutet. Wir lösen auf jeden Fall jetzt die pure Kiwi auf. Ich habe Silber 1 gesagt und pure Kiwi ist Silber 2. Ich war gar nicht weit weg. Aber dann doch, das ist halt, also wie willst du Silber 1 von Silber 2 unterscheiden? Das ist halt wirklich schwierig. Da finde ich halt eher, dass du Champion 1 von Champion 2 unterscheiden kannst. Aber bei Silber 1 und 2 ist es halt super, super schwer. Kiwi, bleib auf jeden Fall dran. Du kannst auf jeden Fall noch ein großer Spieler werden. Da glaube ich ganz fest an dich. Spiel sehr gerne weiter. Schau dir meine Videos an, um vielleicht ein bisschen was zu lernen. Und jetzt geht's weiter mit der dritten Runde. Und da haben wir nochmal ein 2 versus 2. Und wir sehen schon wieder Buckesmod Alpha Boost. Ja, ist glaube ich ein Buckesmod Alpha Boost, ne? Also, oder vielleicht auch richtiges Alpha-Wust, man weiß es nicht ganz genau. Der Spieler heißt Benny und ja, gerade noch nicht viel zu erkennen, weil er viel im Tor rumhängt. Sein Teammate snackt sich den Ball und der Ball ist drin. Das ist halt bitter, weil das muss halt nicht sein. Also ich würde erstmal sagen random Teammates und das wirkt halt wirklich dann, ja, ach, ja. Also, das ist vom Positioning her und vom Double Commitment her sehr schlecht. Aber dafür kann Benny jetzt erstmal nichts, weil das ist die Schuld vom guten Weser Money oder Verse Money. Der Shot war stabil. Der war richtig geil. Benny, sehr, sehr schöner Shot. Ich merke auch schon so ein bisschen von den Mechanics her, dass er es schon drauf hat. Also, ich glaube, das könnte eigentlich ein hohes Replay sein.
Aber gerade noch, ich bekomme schon wieder, während ich gerade aufnehme, ein Follow rein. Das tut mir wirklich leid. Das ist mir noch nie passiert. Aber bei den letzten beiden Folgen, Gäste Rank, bekomme ich immer Follows rein. Es tut mir wirklich leid. Dankeschön, Pascal war das, glaube ich, ne? Es tut mir echt leid. Aber das Overlay ist halt auch für meine Streams. Das soll ich vielleicht mal ändern irgendwann. Es tut mir leid. Also ich bin mir nicht genau sicher, aber das Gefühl beschleicht mich irgendwie, dass das schon ein gutes Replay sein kann. Aber ich finde, das Replay wirkt besser als der erste, aber der erste war ja schon Champion 3. Aber er hat halt ein gutes Moveset. Er weiß, wie er sich wieder richtig hinstellt zum Ball, nachdem er einen Ball toucht. Oder ne, auch hier, die Recovery, das wirkt schon sehr clean. Auch wenn er die Bälle halt nicht immer hat, auch da, der Wave Dash an Bord, das ist alles halt sehr lecker anzugucken. Also ich glaube, das könnte schon Grand Champion sein. Es wirkt aber halt, das Replay wirkt nicht nach Grand Champion, weil halt auch da super wenig Mechanics am Start sind. Und ich glaube, das kann auch halt jemand sein, der so spielt wie ich. Ich bin ja auch Grand Champion 1, Liga 3 sogar aktuell und zeige ja auch gar keine Mechanics. Und ich sehe eure Kommentare, ja, ich bin ja nicht blind, ich sehe eure Kommentare unter meinen Toast-Runden. Und es ist holy moly, wie viele da immer drunter schreiben, wie kannst du Grand Champion sein? Ja, es ist halt möglich. Du musst halt einfach nur wissen, was du halt gut machen musst in diesem Spiel, außer Aerials oder Mechanics. Das ist schon machbar und ich glaube, er könnte auch Grand Champion sein, weil er einfach ein schönes Moveset hat. Aber halt dafür weniger Mechanics macht. Deswegen, ich würde sagen, das ist ein Grand Champion 1 Replay. Auch wenn ich mich da natürlich sehr, sehr weit aus dem Fenster lehne gerade, weil das ist halt schon auch schwierig. Das könnte halt vielleicht auch nur Diamond sein. Ich bin halt wieder Vollidiot jetzt gleich hier. Keine Ahnung, ich lass mich überraschen. Ich habe aber Grand Champion 1 gesagt und Benny ist Grand Champion 2, ich hab's euch ja gesagt. Das Replay war wirklich stabil. Ohne Mechanics, aber richtig gutes Moveset. Und das hat man schon rausgesehen, dass der Grand Champion sein könnte. Boah, Leute, ich bin wirklich super gespannt, was ihr zu dieser Runde sagt. Weil ich fand halt, dass die ganzen High-Tier-Spieler, der erste und der dritte, beide halt nicht für ihren Rang angemessen, so wie es der Normalo ganz gerne sehen möchte, gespielt hat. Lieber Harry, lieber Benny, ihr seid so ein bisschen wie ich und das freut mich gerade ungemein. Boah, ich bin wirklich super gespannt auf die Kommentare. Ich kann es kaum abwarten. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder und wenn auch du mitmachen möchtest bei GuestRank, schau in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Und dann sehen wir uns vielleicht bald auch hier auf dem Bildschirm. Haut rein, bis dann, auf Wiedersehen und tschüss!